Wissenschaftler sehen, glaube ich, den Dialog schon eher enger und hoffen, dass es mehr öffentliche Unterstützung gibt für die Wissenschaft als Ergebnis dieses Dialogs, dass Leute die Wissenschaft besser verstehen. Aber ich glaube, ein wirklich ehrlicher Dialog, und ich habe es ja auch am Montag kurz gesagt, ist ein Dialog, wo wir dann auch willens sind, wirklich alle Seiten zu hören und auch wirklich willens sind, dann zum Beispiel ein Forschungsprogramm zu stoppen, wenn das wirklich die Öffentlichkeit nicht für richtig hält. Inwiefern Wissenschaftskommunikation die Meinungsbildung das beeinflusst, hängt natürlich sehr stark davon ab, wie sich das Mediensystem verändert hat oder sich noch verändern wird. Und ich glaube, da sind wirklich die größten Löcher in unserem Verständnis da letztendlich. Also wir wissen eigentlich noch sehr wenig darüber. Es ist ja nicht so, dass Facebook nur die neue Realität ist oder dass es eben nur Blogs gibt, sondern das ist ja einfach nur ein Schritt auf einer langen Kette von Schritten, die sich auch nicht oder diese Veränderung wird sich auch nicht irgendwann verlangsamen, sondern es wird so weitergehen. Von dem her ist es ein bisschen schwer vorherzusagen, was denn genau passieren wird. Aber es ist schon ganz klar natürlich, dass für sehr viele Menschen die traditionellen Medien einfach nicht mehr die Quelle sind. In den USA zum Beispiel, wenn man Leute fragt in Umfragen, wenn ihr irgendwas sucht zu einem bestimmten Thema, wissenschaftlichen Thema, was ist die erste Quelle, dann ist es vollkommen egal, ob das junge Menschen sind, alte Menschen, gut ausgebildete, schlecht ausgebildete Menschen, dann sagen über 60%, ich gehe zum Internet, das ist das Erste. Und wenn wir ehrlich sind, dann machen das alle so. Das allererste, was wir machen, ist, wenn wir nach irgendeinem Thema suchen, wir tippen das in Google ein. Und das hat natürlich ganz viele Dynamiken, die da mitkommen, was für Informationen wir kriegen, wie die sortiert sind, wie die aufbereitet sind und so weiter, die wir noch gar nicht verstehen. Es gab lange Diskussionen in der Wissenschaft darum, warum sollen wir die Öffentlichkeit überhaupt suchen? Das ist nicht Teil unseres Jobs, das ist nicht Teil unseres Auftrags. Und philosophisch natürlich kann man damit unter Umständen nicht übereinstimmen. Also zum Beispiel zu sagen, sie werden von Steuergeldern bezahlt und damit haben sie auch diese Bringschuld, von der Helmut Schmidt und andere Leute gesprochen haben, sicher ein Argument. Aber das zweite Argument ist ganz klar natürlich auch, dass die moderne Wissenschaft immer mehr und immer schneller Einzug in bestimmte gesellschaftliche Bereiche hält. Die Wissenschaft bringt letztendlich Implikationen mit sich, die eben nicht ganz natürlich sind. Und die Fragen werden auch an die Wissenschaft gestellt werden. Sollen wir solche Dinge machen? Sollen wir Leben im Labor kreieren? Sollen wir bestimmte wissenschaftliche Dinge voraus oder Anwendungen pushen, nur weil wir es können? Und die Antwort sehr oft wird Nein sein. Und also sprich, diese Dialoge zu suchen, ist, glaube ich, auch für die Wissenschaft sehr, sehr wichtig, denn am Ende ist es nicht nur eine Frage der finanziellen Unterstützung, sondern es ist auch eine Frage der gesetzlichen Unterstützung. Wenn es dann zu Regulierungen von Stammzellen kommt, von synthetischer Biologie, dann schränkt das die Wissenschaft natürlich ganz klar ein. Und wenn das denn passieren soll, dann sollte das hoffentlich auch sollte diese Diskussion auch geführt werden mit der Stimme der Wissenschaft am Tisch. Und das bedeutet eben, dass die Wissenschaftler den öffentlichen Dialog auch suchen müssen.